Es sieht so einfach aus, ein Kind richtig im Auto anschnallen. Doch junge Eltern lernen es weder in der Fahrschule noch beim Elternabend. Dabei ist das so wichtig. Bei diesem Unfall auf der A2 wurden zwei Kinder aus dem Auto geschleudert und starben an der Unfallstelle. Sie waren nicht angeschnallt. Das dritte Kind wurde schwer verletzt. Pro Jahr werden mehr als 50 Kinder im Straßenverkehr getötet und über 1000 verletzt. Experten warnen, 60% aller Kinder sind im Auto falsch angeschnallt. Deshalb engagiert sich die Unfallforschung der Versicherer für mehr Sicherheit von Kindern im Auto. Eltern müssen aufgeklärt werden, welche Sitze sie kaufen müssen, wie die Sitze richtig eingebaut werden und wie die Kinder in den Sitzen richtig gesichert werden. Wie gefährlich falsches Angurten von Kindern im Auto ist, zeigt dieser Crashtest der Unfallforschung. Der Dummy hinten wurde falsch angeschnallt. Der Gurt verläuft unter dem linken Arm statt über der Schulter. Ergebnis: Der Gurt verfehlt seine Schutzwirkung. Der Dummy schleudert mit dem Oberkörper aus dem Sitz heraus. Schwere Brüche wären die Folge. Im zweiten Test wurde der Kinderdummy richtig angegurtet. Der Körper wird im Sitz gehalten, das Kind hätte überlebt. Geht es nach der Unfallforschung, ist die beste Lösung der Isofix Kindersitz. Isofix ist ein international genormtes Befestigungssystem für Kindersitze. Und jetzt können Interessierte auch auf der Internetseite der Unfallforschung der Versicherer eine Isofix-Liste herunterladen, wo sie sehen, welcher Kindersitz und welches Auto mit Isofix ausgerüstet ist. Familien, die nach einem Neuwagen Ausschau halten, sollten also nicht nur auf Spritverbrauch, sondern auch auf das genormte Befestigungssystem achten.